Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus ist kein Diktator, der dir alles vorschreibt, sondern jeder von uns darf entscheiden, wie er leben möchte. Gott achtet die Freiheit des Menschen, zu entscheiden, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Freiheit. Was verstehst du unter Freiheit? Und mein Thema heute ist deine Freiheit oder Gottes Freiheit. Menschen verstehen unter Freiheit oftmals etwas anderes, als Gott das meint. Gottes Freiheit heißt nicht, dass wir alles tun und lassen können, was wir wollen. Manchen Christen verstehen das so. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, sollte er der Bestimmende in unserem Leben sein und nicht wir. Freiheit bedeutet nicht, grenzenlos leben zu dürfen. Wenn wir unsere Mitmenschen nicht respektieren in ihren Bedürfnissen, ist unsere Freiheit zum Schaden für andere. Da, wo wir andere einschränken, geht unsere persönliche Freiheit zu weit. Menschen versuchen manchmal, anderen ihre Meinung aufzudrücken oder über ihr Leben zu bestimmen. Es wird oft so verstanden, dass wir niemand Rechenschaft ablegen müssen, wie wir leben oder was wir tun. Doch laut der Bibel haben wir eine Verantwortung für unsere Mitmenschen. Jesus fordert uns auf, einander zu dienen und mit allen Menschen in Frieden zu leben. Das weist schon darauf hin, dass wir nicht tun und lassen können, wie es uns gerade gefällt. Galater 5, Vers 13 bis 15. Und da heißt es: Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ein ganz deutliches Wort an uns. Du bist zur Freiheit Gottes berufen. Und wir sehen hier, dass man diese Freiheit auch falsch nutzen kann, nämlich indem wir tun, was wir wollen. Und die Bibel nennt das Leben im Fleisch. Das heißt, mit unseren Emotionen und unserem Willen. Und ein paar Verse weiter lesen wir von einer Aufzählung dieser allzu menschlichen Auswirkungen. Und damit beißen und fressen wir uns gegenseitig, wie es die Bibel nennt, und werden dadurch verzehrt. Das heißt, wir reiben uns gegenseitig auf. Und das passiert unter anderem durch Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Zwistigkeiten bzw. Streitereien oder Neidereien, um hier ein paar herauszugreifen. Nachzulesen in Galater 5, 19 bis 21. Und mit solchen Dingen reiben wir uns gegenseitig auf. Und wenn wir uns die Freiheit herausnehmen, so zu leben, ist das weit entfernt von der Freiheit, wie Gott sie meint. Galater 5, Vers 1.
Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wenn wir nicht feststehen, driften wir wieder ab in ein Joch unserer Emotionen oder menschlichem Denken und Handeln. Weg von der Freiheit in Christus. Wir laden uns wieder ein Joch auf unsere Seele. Und jeder kennt das, wie es einen belastet, wenn man zum Beispiel Streit hat oder neidisch ist oder zornig ist. Und Paulus ermahnt die Christen hier, dass sie feststehen sollen. Dass sie feststehen sollen in dem, was Christus uns vorgibt. Und nicht wieder zurückfallen in ihre eigenen Emotionen und ihrem eigenen Willen nachgehen. Und ein Hindernis dafür ist, dass Christen sich der Welt angleichen. Wollen das auch haben, was die Welt hat. Da geht es oft darum, immer mehr Geld, Macht oder Ruhm und Ehre. Doch wir sollen feststehen in der Gesinnung Gottes. Wenn wir Jesus angehören, ist ein Leben in einer anderen Freiheit möglich. Jesus ist kein Diktator, der dir alles vorschreibt, sondern jeder von uns darf entscheiden, wie er leben möchte. Wir werden nicht unterdrückt und wir sind keine Untertanen, denen befohlen wird. Gott achtet die Freiheit des Menschen zu entscheiden, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Ob wir nach seinen Geboten und Werten leben wollen oder nicht. In 2. Korinther 3, Vers 17 steht, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Jesus ist die Grundlage unserer Freiheit. Und durch das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, hat er uns diese Freiheit ermöglicht. Freiheit im Geist macht uns fähig zu befolgen, was Jesus will. Du denkst vielleicht, das ist ein Gegensatz. Auf der einen Seite sollen wir frei sein und gleichzeitig tun, was Jesus will. In Lukas 17, Vers 33 wird das noch deutlicher. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Dieser Bibelvers ist ein Paradoxon. Habe das mal nachgeschaut und Wikipedia erklärt es so. Wieder die gewöhnliche Meinung. Eine Aussage, die dem allgemein Erwarteten, der herrschenden Meinung oder Ähnlichem auf unerwartete Weise zuwiderläuft oder beim üblichen Verständnis der Begriffe zu einem Widerspruch führt. Das Denken der Menschen ist, was ich hergebe, habe ich nicht mehr. Bei Gott ist es umgekehrt. Was ich hergebe, kommt vielfach zurück. Und wir sehen das an sehr vielen Beispielen in der Bibel. Und das ist das Prinzip Gottes. Menschen haben befreiende Lebensveränderungen erfahren, überall dort, wo Jesus auftrat. Sie kamen in die Freiheit hinein, weil sie ihre Lasten und ihr Joch verloren haben. Befreiende Lebensveränderung. Er ging weg von den religiösen Maßstäben der damaligen Zeit. Markus 2, ab Vers 23. Jesus war da mit seinen Jüngern am Sabbat unterwegs. Und natürlich waren auch die Pharisäer zugegen und waren empört, was geschah. Vers 23.
Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was tun sie am Sabbat? Das ist nicht erlaubt. Jesus ließ sich nicht unterjochen unter das Gesetz. Er ist Herr über das Gesetz und auch über den Sabbat. Und Vers 27 und 28. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Jesus hat damals das ganze Gefüge völlig durcheinander gebracht. Die Menschen waren so festgefahren und verbissen in ihren Vorschriften, dass für sie etwas anderes gar nicht in Frage kam. Und jetzt heilte er auch noch am Sabbat. Er zeigte seine Barmherzigkeit den Menschen. Der Mensch stand im Vordergrund und nicht die Vorschriften. Oftmals ist das heute auch noch so, dass alles andere im Vordergrund steht, nur nicht der Mensch. Da ist auch heute ein Umdenken nötig. Der Mensch ist wichtig, auch wenn seine Taten schlecht sind oder bei einem System, wo nur das Geld wichtig ist und der Mensch auf der Strecke bleibt. Markus 3, Vers 1 und 2. Und er ging wieder in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Gottes Freiheit erzeugt auch manchmal Widerstand. Empörung und Verachtung seitens denen, die es eigentlich besser wissen müssten. Und Jesus fragt die Umstehenden im Vers 4 und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Jesus erklärt hier, dass es auf etwas anderes ankommt, als Regeln einzuhalten. Befreiende Lebensveränderung eines Menschen steht über allen Regeln. Wir sind nicht mehr gebunden an Gesetze, sondern Jesus hat uns befreit durch seinen Tod am Kreuz. Wir sind keine Sklaven mehr von Vorschriften, die Jesus schon erfüllt hat. Wenn wir noch festhängen an gesetzlichen Traditionen, sind wir gebunden und haben uns ein Joch auferlegt. Wir sehen auch, wie Jesus mit Zöllnern und Sündern umgegangen ist. Zum Beispiel in Markus 2, ab Vers 15, als Jesus den Zöllner traf. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag. Und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Das war zur damaligen Zeit undenkbar. Ein gläubiger Jude hatte mit Zöllnern nichts zu tun. Das war gegen alle Gepflogenheiten. Und ausgerechnet Jesus geht dorthin. Vers 16 und 17. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
Es ist hier wieder genau umgekehrt, wie Menschen denken. Wir haben sofort eine Schublade, auf der steht schlecht. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, der braucht meine Hilfe, da muss ich hin. Jesus hat niemand verstoßen. Er hat jedem die Möglichkeit gegeben, den Druck des Gesetzes loszulassen und in seine Freiheit zu kommen. Er ruft jeden dazu auf, Veränderung seines Lebens in Anspruch zu nehmen. Jesus hat Freiheit von falsch verstandenen religiösen Maßstäben praktiziert. Und er will jedes Leben verändern und gebrauchen, auch deines. Es geht darum, einen Lebensstil mit Gott zu entwickeln, mit ihm zu leben. Viele nicht an Jesus gläubige Menschen sagen, wie kann Gott das zulassen? Menschen meinen, sie können tun und lassen, was sie wollen, und Gott richtet sich dann nach ihren Wünschen. Menschen wollen das Gute, sich aber nicht nach ihm ausrichten, nach Jesus ausrichten, nach seinen Vorgaben, nach seinen Geboten. Gott hat versprochen, dass er mit seinen Kindern ist, wenn wir ihn kennen und entsprechend leben. Jesaja 58, Vers 5 bis 7 ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies. Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Hier geht es genau darum, Leben nach Gottes Richtlinien, dass er gesehen wird in unserem Alltag. Wir sollen nicht in Sack und Asche herumlaufen und ein griesgrämiges Gesicht ziehen, um darzustellen, wie sehr wir leiden für den Herrn. Hier geht es nicht um das Fasten, sondern um einen Lebensstil. Einen Lebensstil, das, was Jesus getan hat, umzusetzen in unser tägliches Leben. Vielmehr legt Jesus Wert oder Augenmerk darauf, dass wir barmherzig sind zu unserem Nächsten, so wie er es war. Das nennt Gott ein Fasten, das ihm gefällt. Erstaunlich, nicht? Gott will nicht, dass wir uns in Sacktuch und Asche, das heißt traurig, mürrisch, dass alle es sehen, kleiden. Selbstmitleid. Was tue ich alles und keiner sieht es? Keiner lobt mich, keiner ehrt mich. Mit welcher Haltung tun wir das für Gott, was wir tun? Wenn wir die richtige Haltung haben, dann. Und das lesen wir in Jesaja 58, 8 bis 10. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten.
Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das ist eine deutliche Rede. Wenn wir in Gottes Freiheit leben, barmherzig sind, hilfsbereit und unsere Nächsten lieben, dann erfahren wir die unendliche Güte Gottes. Unser Leben ist wie ein Licht, das hervorbricht. Wir werden heil an Geist, Seele und Leib. Und Gott wird mit uns sein. So sagt es hier dieser Bibelvers. Es steht aber auch hier, was dem entgegensteht, was wir fortschaffen sollen, was wir lassen sollen. Finger ausstrecken gegen andere, heißt es hier. Böses Reden und das Joch beseitigen. Das heißt, dass wir nach unseren Emotionen leben, anderen unsere Meinung aufdrücken wollen, zum Beispiel. Und es geht noch weiter in Vers 11. Unbeständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an den Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und auch wenn es einmal trocken wird in deinem Leben, durch Sorgen und Nöte, verschiedene Herausforderungen, wenn du nicht mehr weiter weißt, brauchst du dich nicht zu fürchten. Er wird dich stärken. Unser Leben wird ein Wasserquell sein, von dem andere Menschen profitieren. Dein Leben wird sich verändern, wenn du mit Gott lebst. Du in ihm und er in dir. Die Bibel lehrt uns, unser Leben ganz besonders nach einem Wert auszurichten. Und das ist die Liebe. Jesus sagt in Matthäus 22, 37 auf die Frage, welches das größte Gebot ist, folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir erfüllen das ganze Gesetz, wenn wir diese beiden Gebote einhalten. Kein Joch des Gesetzes kann uns mehr plagen, wenn wir Gott und unsere Nächsten lieben und auch entsprechend leben. Und diese Gebote führen uns in die Freiheit Gottes. Wenn ich meinen Nächsten liebe, kann ich nicht rücksichtslos gegen ihn sein. Wenn ich meinen Nächsten liebe, habe ich nicht nur meine eigenen Wünsche und meine Selbstverwirklichung vor Augen. Dann sehe ich auch die Not der anderen und nicht nur meine eigenen Bedürfnisse. Oder Hauptsache mir geht's gut. Christliche Nächstenliebe ist der dominierende Wert für unsere mitmenschlichen Beziehungen. Philipper 2, 2 bis 5. Dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen.
Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Christliche Werte führen nicht in Abhängigkeit und Unterdrückung, sondern wir sehen Ergebnisse, und zwar Segen. Wir können einen Unterschied machen. Lebe nicht in einer Freiheit nach deinem eigenen Denken und deinen eigenen Emotionen. Lass dich nicht einfangen von dem, was man überall hört und sieht. Weil bestimmte Verhaltensweisen oder Einstellungen von Menschen normal geworden sind und jeder sie macht, heißt das nicht, dass sie auch richtig sind. Kolosser 2, Vers 8 zum Abschluss. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Setze deine Prioritäten anders als die Welt. Keine Ellenbogenmentalität oder Konkurrenzkampf. Immer der oder die Beste sein zu wollen. Jesus zwingt uns zu nichts. Wir dürfen frei entscheiden, in einer Beziehung zu ihm zu leben und in seiner Freiheit zu sein. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.